Prozessbeginn. Am Dienstag hat vor dem Hamburger Landgericht ein Prozess gegen 5 Angeklagte wegen Diebstahls bei dem Kupferproduzenten Aurubis begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, von Februar 2022 bis Januar 2021 rund 5000 Kilogramm silberhaltiges Metall im Wert von 11 Millionen Euro geklaut zu haben. Die Anklage lautet schwerer Diebstahl oder gewerbsmäßige Hehlerei. Einem 6. Beschuldigten wird die Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl vorgeworfen. Die Angeklagten sollen das Metall durch das Eingangstor gefahren und dann einen Teil der Beute in die Türkei verschickt haben. Bekannt wurde die Tat im Juni dieses Jahres.